Und das könnte ihr Opel Corsa sein. Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Marc auf dem Channel. Ich habe heute nochmal die Ehre, ein Deck vorstellen zu dürfen. Und zwar eine neuere Variation von Checkpile. Checkpile, also weiß, schwarz, rot, blau, Control. Als ich mir gedacht habe, für alle Leute, die es interessiert, fangen wir mal direkt mit den Ländern an. Damit die Leute auch direkt wissen, was auf sie zukommt. Da spielen wir im Endeffekt drei Blau-Fetches in den Farben, die wir kriegen können each. Also jeweils drei Blau-Fetches in den Farben, die wir spielen können. Sprich, drei Flooded Strand, drei Scalding Tarn, drei Polluted Delta. Des Weiteren fahren wir mal fort mit unseren Fetch-Targets. Da wären zwei Underground Sea, zwei Volcanic Island, zwei Tonbuchen. Dazu kommt dann noch als einzelnes Fetchland ein kleines Badlands und dann noch von Blau, Weiß, Schwarz jeweils ein Basic. Und um das Ganze abzurunden, noch ein Caracas als zusätzliche Weißquelle. Was ich von vornherein sagen kann, was bei mir beim Spielen aufgefallen ist, theoretisch kann man das Badlands weglassen, könnte theoretisch schon eine Insel spielen. Oder was man auch machen kann, nicht muss, man cuttet noch ein Fetchland und spielt halt einfach noch ein Scrubland. Dann hat man quasi einmal alles abgedeckt, was man spielen kann, spielen will, spielen möchte an Farben. Die Länder gingen jetzt relativ schnell, da ist ja auch nichts Besonderes bei. Nur viel teurer Scheiß. Kommen wir mal zu den normalen Spells. Wie schon gesagt, haben wir eine Control Shell und zu einer Control Shell gehört standesgemäß diese Karte. Genau viermal. Und zwar das Force of Will. Sollte jeder kennen, ist ein Counter für 5 Mana oder für eine blaue Karte Pitch und ein Leben bezahlen. Counter-Mann-Spell. Und die kleine Modern-Version davon, unser Force of Negation. Das hier nur einmal, das kommt nachher ein zweites Mal noch im Sideboard. Das packe ich mal mit hier. Da wir blau spielen, können wir direkt mal anfangen, viermal den schönen Brainstorm zu spielen. Viermal die Gedanken wirbeln lassen. Drei Karten ziehen, zwei wieder oben drauf als Instant-Spell. Manche würden auch sagen, das Ding ist ein Opt. Dann kommt viermal das Ponder. Diesmal sogar wirklich mit Text. Blaues, Sorcery, obersten drei Karten angucken. Entweder shuffelt man oder man zieht eine Karte. Ja. Und dann, weil man ja theoretisch rot-blau hat, spielt man einfach zweimal den fast schon besten Cantrip mittlerweile, oder dem fast schon am meisten gespielten Cantrip, zweimal Expressive Iteration. Für blaues und ein rotes, eine Sorcery, du guckst die obersten drei Karten an, eine geht auf die Hand, eine ins Exile und eine unter die Bibliothek. Wichtig, die aus dem Exile kann man spielen. Spielen, das heißt, wir können auch ein Land ins Exile legen und können die dann für den Landdrop spielen. Ja. Das wäre jetzt schon für die Cantrips. Also im Endeffekt steht hier drauf, draw a card, draw a card, draw two cards. Super. Da wir Gegner haben, die keine Karten ziehen sollen oder wir wissen wollen, was sie für Karten ziehen, spielen wir einfach noch zweimal das gute alte Thoughtseize. Thoughtseize, eine Sorcery für ein schwarzes. Ein Spieler zeigt seine Hand und du nimmst eine Nichtlandkarte davon, der schmeißt sie in den Schrott, also in den Graveyard und dann verliert man selber noch zwei Leben. Einfach nur, um so ein bisschen Kontrolle noch zu behalten, abseits von Countern und mal irgendwas loszukriegen, was man jetzt nicht unbedingt countern möchte, aber auch nicht unbedingt im Spiel sehen möchte. Dann, weil es ja so viele Artefakte aktuell gibt, und auch so viel ein Mana-Zeugs. Spielt man einfach zweimal ein Hidetsugu Consumes All. Ganz neu aus Kamigawa, Enchantment Saga für ein rotes, ein schwarzes, ein farbloses. Mit der ersten Lolity zerstört die jedes Non-Land Permanent mit Mana-Value 1 oder weniger. Derer spielen wir genau 0, deswegen interessiert uns die erste Fähigkeit auf unserer Seite schon mal nicht, aber beim Gegner räumt die schon mal ziemlich viel ab. Die zweite Stufe ist dann mal exalt jeden Grave. Das interessiert uns auch null, weil wir haben keine Grave-Interaction in dem Deck drin. Und bei der dritten wird die exiled
und kommt dann ins Spiel zurück als Vessel of the All-Consuming. Dia ist ein Ogre-Schamane mit 3-3 und Trampel. Wenn der Schaden zufügt, bekommt er eine +1/+1 Marke. Und wenn der mit einem Mal einem Spieler 10 Schaden zufügt, also mit einem Hit, mit einem Hit, dann verliert dieser Spieler das Spiel. So, ist also auch noch ein Finisher. Neben Removal, Gravefade und Beater. Und weil wir diverse Planeswalker spielen, wie wir gleich sehen werden, spielen wir einfach noch ein Days Undoing. Das ist Sorcery für ein blaues und 2 farblose. Dann mischt jeder Spieler Hand und den Friedhof in die Bibliothek und zieht 7 Karten. Man selber tut dann noch den Zug beenden. Was bedeutet zum Beispiel, wenn du selber in deinem eigenen Zug bist, was ja eigentlich normalerweise der Fall sein sollte, geht die auch noch ins Exile, weil die auf dem Stack liegt. Aber ist halt so eine Variante, um zumindest einmal die Hand nochmal voll zu ziehen und das Ruder entweder rumzureißen oder komplett den Deckel drauf zu machen. So viel dazu. Kommen wir als nächstes zu den Removal. So, alles wieder sauber. Schön. Da wir weiß spielen, spielen wir einfach 4-mal das schöne Swords to Poshards. Dürfte jeder kennen, für ein weißes Exalt man eine Kreatur und der Spieler bekommt so viele Leben. Und dann noch das schönere Pendant davon, das Prismatic Ending. Für ein weißes und X exilt man ein permanentes mit Mana Value less or equal to the number of colors, die da reingepumpt wurden. Das heißt, wenn man es für 1 castet, also für ein weißes Exalt man für 1, wenn man rotes und weiß bezahlt hat, für 2, yada. Dürfte eigentlich jeder kennen. So, das war eigentlich schon alles an Hard Removal in dem Deck. Ja. So was ähnliches Removal haben wir dann in Form von der Baleful Strix. Die haben wir dann auch 4-mal. Da steht das Beste drauf, was dieses Deck zu bieten hat. Draw a Card. Ist dazu auch noch für ein schwarzes und ein blaues 1-1 Flieger mit Death Touch, sprich Removal. Und einfach ein wunderhübscher Vogel. Kann man nichts gegen sagen. So, kommen wir zum Hauptteil des Decks. Die Planeswalker. Fangen wir mal mit den schönen Planeswalkern an. Da spielen wir einfach 4-mal Nasset, Partner of Veils. Ich meine, kann ja jeder lesen, was die kann. Für 2 blau und farblos kommt die mit 5 Loyalty rein. Die sagt permanent, der Gegner darf nur eine Karte pro Zug ziehen. Und der -2 ist, du guckst den obersten 4 an und nimmst eine Nicht-Land-, Nicht-Kreaturen-Karte auf die Hand. Da wir insgesamt 20 Länder spielen und 4 Kreaturen, ja, findet man eigentlich immer was, außer mal ist ich. Da passiert das auch schon mal, dass man so 4 Karten wieder drunter legt. Übrigens werden die dann nachher in Random Order drunter gelegt. Ja, funktioniert halt super mit dem Days Undoing. Also die Kombo mit Hullbreacher und Narset mit Days Undoing kennt man ja eh. Die spielen die Jeskai Control-Listen ja relativ häufig. Hier halt einfach drin, um den Gegner zu disrupten und selber was zu finden. Und ja, Days Undoing ist dann halt auch geil. Was auch geil ist, ist ein Teferi Time Raveler. Den spielen wir aber nur 3-mal. Der sagt halt für ein blaues, ein weißes, ein farbloses. Er kommt mit 4 Loyalty rein. Und der Gegner darf nur Spells spielen, als wären sie Sorcery. Heißt, Counter Battle hat mal gewonnen. Punkt. Man kann eine Loyalty drauflegen, dann darf man Sorceries als Instant Speed spielen. Oder man nimmt 3 Loyalty runter, dann kann man bis zu einem Artefakt, Creature oder Enchantment auf die Hand des Besitzers zurückgeben und darf noch eine Karte ziehen. Also steht hier auch wieder literally, genauso wie da, Draw a Card drauf. Ja, ist hier halt drin, einmal mit dem Plus-Effekt, dass du zum Beispiel Prismatic Ending im Gegnerzug benutzen kannst oder nach der Upkeep ein Fortis spielen kannst. Expressive Iteration, weiß ich jetzt nicht, ob ich die spielen würde. Die kann schon mal ganz gut sein, aber dann hat man halt keinen Landdrop daraus. Und der Hauptaugenmerk ist dann halt zum Beispiel, wenn man dann das Days Undoing spielt, wird das Days Undoing, also man kann ja seinen Zug nicht beenden, deswegen wird das Days Undoing danach in den Friedhof gelegt. Hat jetzt keine größere Relevanz, aber man kann es halt im Gegnerzug machen, zum Beispiel nach der Draw Step, also End of Draw Step, Days Undoing auf dich. Wenn da noch eine Narset liegt, dann zieht er halt keine Karte und man selber hat 7 und dann ist eigentlich der Zug vom Gegner schon fast vorbei. Ja,
Aber sollte man eigentlich nicht kennen, ist mittlerweile so der Controlled Planeswalker gewesen worden. Ah ja, mal wieder Draw a Card. Nur diesmal in Schwarz. Sorin the Mirthless. Für 2 Schwarze und 2 Farblose mit 4 Lollity. Dot Plus ist im Endeffekt ein Bob-Effekt. Man guckt sich die oberste Karte der Library an. Man kann die Vorzeigen dann auf die Hand nehmen und wenn man das macht, kriegt man so viel Schaden, wie die Mana-Value waren. Der Minus gibt ein 2-3er Black Vampire Creature Token mit Flying und Lifelink. Das heißt, er gibt auch noch Blocker und oder Angreifer, weil irgendwie muss man halt gewinnen, außer der Gegner surrendert halt. Oder man geht auf die Minus-Effekt von minus 7, dann macht er 13 Schaden an irgendeinem Target und man selber kriegt 13 Leben. Ist im Endeffekt Life Gain, Card Draw und eventuell ein Finisher. Aber immer noch eine gute Karte. Steht halt Draw Card drauf, also kann man gar nichts gegen haben. Und die neueste Entdeckung nach Sorin, spiel mal einmal The Wandering Emperor. Das ist eine Lady, die ist für 2 Weiße und 2 Farblose mit 3 Lollity und hat Flash. Wenn die ins Spielfeld kommt, kann die für diesen Zug die Lollity Abilities benutzen, als wären das Instants. Plus 1. Du bekommst einen plus 1 plus 1 Countdown bis zu eine Kreatur, die bekommt Erstschlag bis zum Ende des Zuges. Minus 1, du kriegst einen 2-2 weißen Samurai-Token mit Wachsamkeit und minus 2, du exilst eine getappte Kreatur und kriegst 2 Leben. Also ist im Endeffekt ein Removal, der Blocker generiert und Pressure aufbaut. Das ist super. Also damit habe ich auch schon mehr als einen Marit-Lage exiled. Weil die Dinger sind halt getappt, sobald sie angreifen. Gut. So viel zum Mainboard. Kommen wir zum Sideboard. Und fangen wir damit an, wo wir eben, glaube ich, auch mit angefangen haben. Counter. Mehr Counter braucht auch die Welt. Spielen wir einmal einen Flusterstorm. Den sollte eigentlich jeder kennen. Blaues Instant. Du counterst ein Instant oder Sorcery Spell. Außer der Beherrscher bezahlt 1 mit Storm. Ist halt gegen Combo, andere Counter-War-Decks. Ja. Dann das zweite Force of Negation, wie eben schon angekündigt im Mainboard. Wir spielen insgesamt 2, halt 1 im Main und 1 im Sideboard. Einfach nur, um die Option zu haben, noch 1 reinzunehmen, falls wir denken, wir brauchen 1. Dann spielen wir Counter-Crossover Removal mit einem Blue Elemental Blast. Für ein blaues countert man einen roten Spell oder zerstört ein rotes Permanentes. Ja, hier halt drin, weil bei uns eine relativ rote Meta herrscht, sieht man sonst in den Online-Meten, glaube ich, nicht. Oder nur sehr selten. War hier halt ein Meta-Entscheid als Pendant zum Red Elemental Blast. Da wir schon Red Elemental Blast erwähnt haben, spielen wir den auf jeden Fall schon mal 2-mal im Pyroblast. Den sieht man teilweise auch im Mainboard. Den kann man hier drin theoretisch, wenn man den in der Online-Meta spielt, auch Mainboard spielen. Ich habe ihn jetzt hier halt nur 2-mal drin. Countert halt eine blaue Permanente, einen blauen Spell oder zerstört ein blaues Permanentes. Ja, und halt die rote Blast-Version davon, also Red Elemental Blast, dann halt mit ein rotes, dasselbe. Bei 1 ist der Unterschied zwischen den beiden ist halt, hier drauf steht, wenn es rot ist, wenn es blau ist, hier muss es ein blaues Target sein. War mal schon mal bei Removal. Spiel mal einen schönen Removal. Ein Plague Engineer, weil wir haben ja schwarz drin, da kann man auch 2 Plague Engineer im Sideboard spielen. Plague Engineer, das soll ich hier kennen, 3 Mana, 2-2 Carrier, Phyrexian. Mit Death Touch, weil es ein Creature-Typ, wenn er reinkommt und dann kriegen alle Kreaturen, die der Gegner kontrolliert, -1/-1 von diesem Typ. Einfach als Removal gegen zum Beispiel bei uns in der Meta Elfen oder Goblins. Man kann es auch gegen Eightcast einsetzen, wenn die noch sowas wie ein Psy spielen, sprich dann auf Top da oder so. Funktioniert super. Und wir schon bei irgendwas gegen Eightcast sind, oder generell gegen Artefakte, Meltdown. Das Ding aus Ursas Saga, was bis vor einem halben Jahr ja keiner auf dem Schirm hatte. Für ein rotes und X, eine Sorcery, zerstörst alle Artefakte mit Mana-Value X oder weniger. Ja, ist halt meistens so auf 1 oder 2, heißt für 3 oder 2 Mana und dann macht das Ding einfach Sonic Boom beim Gegner. Hoffentlich. Wenn man nicht nur was zerstören will, sondern auch noch interrupten will, spielt man dann einfach noch einen Null Rod. Weil dann können halt Artefakte auch nicht aktiviert werden. Ja. Für 2 Mana, solides Ding. Wo wir bei Interrupten sind. Eldar Sworn Canonist. Für ein weißes und ein farbloses, ein 2-2er.
Und der sagt halt einfach nur, wenn du einen Nicht-Artefakt-Spell gespielt hast, diesen Zug, kannst du keinen anderen Nicht-Artefakt-Spell mehr spielen. Also eine Nicht-Artefakt-Spell pro Zug, Feierabend. Kann man halt auch zum Beispiel gegen Combo reinnehmen, damit man, wenn der Gegner versucht, nur eine A-Combo zu spielen oder zum Beispiel bei Show and Tell einfach nur ein Show and Tell reinzuschmeißen und man selber den Counter dafür hat, dann ist der Stack schon mal fertig, weil dann kann kein anderer mehr was spielen. Auch gegen Show and Tell offensichtlich und gegen Valdex haben wir einen Containment Priest drin. Für ein weißes und ein farbloses, ein 2-2a, Human Cleric mit Flash und wenn ein Non-Token Creature das Spielfeld betritt und die ist nicht gecastet worden, wird die exiled. So. Da man hier schon Zeug gegen Kreaturen und Reinschieten und Shenanigans und irgendwas, was keiner versteht und niemand braucht, haben, haben wir hier auch noch einen Gravedigger's Cage. Der ist zum Beispiel gegen Elfen gut. Ja, sollte jeder kennen, ein farbloses Artefakt. Creature cards can't enter the battlefield from graveyards or library. Players can cast cards in graveyards or libraries. Der untere Passus kommt ab und zu mal zum Tragen, zum Beispiel beim Faithless Looting. Eigentlich ist der wichtige Passus der obere, aber der untere kommt auch schon öfters mal zum Tragen. Ja, und dann haben wir noch zusätzlich für ein Graveyard Hate 2 Surgical Extraction. Ja, 5 Phyrexian Mana, also ein Phyrexian Schwarzes. Exil mal eine Karte, die nicht Land ist, nicht Standardland ist, aus dem Grave und suchen dasselbe Ding in Hand und Library und Friedhof und dort wird dann exiled. Ist halt einfach eine gute Karte. Punkt. So viel zu dem Deck. Habe ich bei uns jetzt auf der Fischkrieg Series gespielt, bin damit, glaube ich, 4-0-1 gegangen. Ne, 4-0. Und ist halt ein echt weirder Haufen. Kann sehr langwierige Spiele produzieren, aber ist ein sehr, sehr geiles Control-Deck. Also, I do like. Und den wollte ich euch einfach mal teilen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Tschüss.